Los! 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 Okay. Willkommen zurück, meine Damen und Herren. Bei einem, beziehungsweise bei dem nächsten Replay, das wir uns geklaut haben. Und Sven, übernimm du mal, ich muss gerade noch kauen. Sven, übernimm du mal, ich muss gerade noch weiter kauen. Ha, gut. Natürlich kann ich gerne was erzählen. Das ist ein weiteres von den Replays, das ich auf der IC Cup Homepage gefunden habe. Es ist zwischen Koyu, einem Protoss, und Lien, einem Zergspieler. Ich habe es einfach so runtergeladen, es hieß Koyukin, es ist dann vermutlich von dem Protoss hochgeladen worden. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Wollen wir hoffen, dass es ein bisschen besser als das letzte ist. Es ist natürlich bislang noch nicht passiert, ist klar. Wir sehen nicht mal einen vernünftigen Scout vom Protoss. Er hat noch gewartet, dass er den Pylon hinsetzen kann, was im Prinzip ganz vernünftig ist, wenn er nicht jetzt irgendwie einen Cheese anbringen möchte. Also er rechnet zumindest damit, dass er die typische die Eröffnung gegen Zerg setzen kann, also eine Forge Fast Expand. Aber mal gucken, was er sonst noch so macht. Sehr, sehr schön. Danke, Sam. Man sieht auch diese, das finde ich sehr schön, man sieht, dass es Amateure sind, daran, dass die Sonde halt zwischendurch auf ihrer Fahrt eben von oben nach unten auch immer mal stoppt, weil ihr dann sozusagen die Befehle ausgegangen sind. Denn es ist ja sehr anstrengend, weiter oben hier immer Sonden nachzuproduzieren. So, jetzt sieht er hier, was in der Basis des Zerg vor sich geht. Wir haben schon Spawning Pool, natürlich auch einen Extraktor. Das war ein recht später Pool. Ich würde jetzt einfach mal sagen 11. War schon 10. Pen Pool. Und dann halt kurz darauf angeschlossen der Extraktor. Die Sonne greift den Extraktor an, ist natürlich auch logisch, ne? Ist ja klar. Muss man machen. Und wir haben Forge an einer an sich ganz guten Stelle. Ja, doch, an sich, oder? Ja, ja, macht schon. Da hinter die Kanone da, eine Brücke, seine Aufgaben verteidigen. Kanone hin. Die haben extrem hohe APM. Das ist schon erstaunlich dafür, dass es IC Cup ist. Und vor allen Dingen dafür, wie sie spielen. Ich meine, ja, niemand verteidigt den Extraktor. Wow, der Overlord hat bald einen Gegner gefunden. Die Sonne ist wieder da und setzt die Kanone hin, logisch. Genau. Und noch eine, just for good measure. Weil da wahrscheinlich gleich sechs Zeiglinge rauskommen. Ja, natürlich tun sie. Ja, da sind zwei Kanonen auf jeden Fall sicher, aber sonst könnten sie ja vorbeilaufen. Junge, 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 Junge. Die Frage ist, ob er das weiß oder ob er es einfach so macht. Keine Ahnung. Zergling Wash. Auf jeden Fall sind. Nee, kein Zergling Rush. Wir sind ja eine Expansion. Mit 6 Zergling ist das dann kein wirklicher Rush. Außerdem haben wir kein Speed. Aus, ein Rush und eine Expansion. Bitte? Dann kann es tatsächlich eine Art Rush werden. Der Protoss. Ah, okay, das ging schnell. Da ist auch schon der Nexus. Dann natürlich auch noch ein bisschen blockt. Zusätzlich für die zwei Kanonen. Und jetzt muss natürlich noch das Gateway, genau. Okay. Ja. Jetzt haben wir diesen schönen üblichen Block Schmiede, Gateway und Nexus. Allerdings auch 10 Zerglinge in zwei Gruppen, also 8 und 2, die zum Angriff nach oben laufen. Was willst du, Koyu? Und der Zerg auch schon mit der zweiten Expansion, das ist schön. Das ist doch ein schon viel normaleres PVC, als wir es vorhin gesehen haben. In der Tat. Und mit normaler meinen wir natürlich besser. Noch. Aha. Also es werden keine Zerglinge nachproduziert, wahrscheinlich weil er einen Supply-Block hat. Wunderbar. Er produziert auch keinen Overlord, der gute. Oh nein, warum greifen die Zerglinge denn die Kanonen an? Obwohl, ist gar nicht so schlimm. Wow. Echt? Jetzt habe ich noch gar nicht aufgepasst, ja, aber da sind die Kanonen schon weg und jetzt noch der Pylon, das sieht ziemlich böse für den Protoss aus. Und da kommen. Ja. Okay. Koyu hat aufgegeben. Wow. Ich meine, GG. Das ging schnell. Unter 5 Minuten.
Wow, das passt in ein YouTube-Video. Nein, tatsächlich. Oh mein Gott. Also ich würde das hier als relativ ungewöhnlichen Bild bezeichnen. Und jetzt hier leichtsinnig von Liam. Diese Doppel-Expansion da unten. Schwierig zu verteidigen, wenn dieser Angriff fehlgeschlagen wäre. Was gar nicht so unwahrscheinlich war. Er hatte zwar viele Zeitlinien zur Verfügung, aber wenn die Sonden früher da gewesen wären, dann wäre er fehlgeschlagen. Wenn dieser Angriff fehlgeschlagen wäre, dann hätte er extreme Schwierigkeiten gehabt, beide Expansions gegen einen Protoss-Spieler zu verteidigen und hätte im Prinzip mindestens 300 Mineralien, wenn nicht sogar mehr, in den Sand gesetzt. Dann. Jo. Umso interessanter, dass der Protoss es nicht geschafft hat, seine Expansion rechtzeitig zu verteidigen. Und damit natürlich gleich verloren hat, was ihm sofort bewusst war und ohne GG eben rausgegangen ist, wie wir es gerade gesehen haben. Naja, gut, dann... Wow, schaffen wir doch heute mehr Spieler als gedacht. Muhahaha. Dass man übrigens mit 3 Zerklingen kommen kann, ist wahrscheinlich der Grund dafür, dass mitunter pro Spieler auch 3 Protonen kann und einsetzen. Aha. Einfach nur so als Tipp für alle Protoss-Spieler da draußen, zum Beispiel für dich, Yuki. Nächstes Mal, wenn du waschst und ich fallpool dich nur, da kommt keine Kanone. Achso. Okay. Ja, dann baue ich meine Forge gleich in der Main und dann. Und setze gleich die Kanonen hinter den Nexus, dann kann nichts passieren. Das probieren wir gleich im Anschluss aus. Genau. Bleib dran. Ciao. Ciao.